Ja, liebe Schwingerfreunde, liebe Schlussgang-Leserinnen und Leser, Corona ist natürlich auch bei uns ein Thema, bei der BW Media, der Ausgeberin vom Schlussgang. Und wir haben uns entschieden, aufgrund von dem, dass schwingtechnisch in den nächsten paar Wochen nicht so viel wird laufen, dass wir euch auf einem Weg noch zusätzlich informieren. Und zwar hier, wie ihr das jetzt gerade seht, auf dem Videoweg. Es wird jetzt ab sofort, jeweils am Dienstag wöchentlich, so ein Video geben, wo wir euch über die neueste Entwicklung des Schwingsports werden auf dem Laufenden halten. Ja, der Coronavirus hat natürlich auch den Schwingsport hart getroffen. Bis Ende April, die meisten werden es wissen, ist der Trainingsbetrieb komplett eingestellt. Wettkämpfe sind bis Ende April ebenfalls alle abgesagt. Die ersten Wettkämpfe, der Großteil der Wettkämpfe im Mai und auch der erste Teil vom Juni sind auch bereits abgesagt worden oder verschoben. Aktuell haben wir einen Stand von 102 Schwingfesten, die verschoben oder abgesagt sind. Davon auch 15 Kranzfeste. Das macht natürlich nicht grosse Freude in den Organisatoren, in den Schwingern, aber natürlich auch uns von der schreibenden Zunft. Wir würden euch natürlich gerne auch über aktuelle Resultate informieren. Einen kleinen Hoffnungsschimmer haben wir aber. Solothurner Kantonalschwingfest, das eigentlich am 17. Mai hätte sollen stattfinden, ist jetzt verschoben worden auf den 13. September. Also da haben wir doch noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir im Verlauf der nächsten 2-3 Monate gleich dann noch Live-Schwingsport werden können bewundern. Und ja, wir halten auch euch auch auf dem Bereich natürlich auf dem Laufenden. In die ganze Absagewelle rein natürlich auch betroffen war, ist die Diagnostische Abgeordnetenversammlung, die am 14. und 15. März hätte soll in Prattlo durchgeführt werden. Eine sehr wichtige AV, weil es ist ein ordentliches Wahljahr. Und da sind nicht weniger als 7 von diesen 10 wichtigsten Funktionärsposten werden da neu besetzt. Und der Eidgenössische Schwingerverband, respektive das Büro der Abgeordnetenversammlung und der Zentralvorstand haben hier ein spezielles Prozedere ausgearbeitet, was aus meiner Sicht auch Sinn macht, weil es muss ja weitergehen. Ich kann euch das ganz kurz schnell erklären. Und zwar wird es keine Versammlung geben, sondern es wird eine briefliche Abstimmung durchgeführt. Die ist jetzt im Moment am Laufen. Knacknuss im Ganzen ist, dass der ESV darauf angewiesen ist, als 100%, wirklich 100% sich auf dem Weg auch mit der Wahl, mit dem Wahlprozedere einverstanden geben. Wenn sich jemand dagegen werden sollte, dann ist die ganze Wahl nichtig und das macht es im ESV im Moment natürlich schwierig. Der Stand jetzt ist so, dass der Zentralvorstand natürlich so bestehen bleibt, wie er gewählt worden ist in den letzten Wahlen. Das heisst, der Paul Vogel ist weiterhin der Obmann und der Samuel Feller ist weiterhin der technische Leiter. Und solange es nicht eine neue Wahl durchgeführt worden ist, wird das natürlich auch so bleiben. Ja, heute am 31. März für den Schlussgang einen schönen Tag, weil wir die 4. Ausgabe dieses Jahr dürfen präsentieren. Leider halt auch sehr im Zeichen von Corona und von Schwingfestabsagen. Und trotzdem haben wir Themen gefunden, wo wir euch können aktuell informieren können, was im Schwingsport im Moment läuft. Wir werden auch die Schlussgangausgabe ein bisschen verändern in diesem Jahr. Aufgrund von dem, wollen wir damit rechnen oder hoffen auch, dass wir im Herbst noch Schwingfest haben, werden wir eine Ausgabe aus dem Frühling in den Herbst schieben. Das heisst, wir werden ganz normal die Anzahl Ausgaben haben, die wir haben. Der Erscheinungsplan wird sich einfach ganz leicht anpassen. So, und jetzt an dieser Stelle, bevor wir dann zum zweiten Teil von unserem Video kommen, machen wir noch eine kurze Sequenz Abo-Werbung für den Schlussgang. Nummer 1 im Schwingen. 19 Mal im Jahr berichtet der Schlussgang umfassend und aktuell über den Schwingsport. Ein Jahresabo lohnt sich. Jetzt bestellen unter 041 310 78 88 oder auf schlussgang.ch. Und mit dem kostenlosen Schwinger-App ist man auch jedes Wochenende live an der Schwingfest dabei. Schlussgang, die Schwingerzeitung. Ja, damit wir euch die Zeit, die schwingfreie Zeit, ein bisschen versüssen oder ein bisschen auffüllen können, werden wir in Zukunft jeweils pro Woche eine Frage stellen, die wir dann jeweils am Dienstag darauf wieder beantworten oder auflösen respektive. Und zwar möchte ich diese Woche von euch wissen,
Wie viele Seiten hat der Schlussgang in der letzten Saison produziert? Ein kleiner Tipp, es sind 20 Ausgaben gewesen. Wir wollen wissen, wie viele Seiten haben wir produziert, Redaktion und Inserat zusammengezählt. Gegen Werner Suppiger. Jetzt wieder die Ausgangslage B im Kreuzgriff finden. Und da, der da einen Fehler macht, dann wird es brandgefährlich natürlich für ihn. Und das wissen B. Also jetzt verliert es kein Fehler. Der zieht, der muss den richtig ziehen. Schuss ist gerade der andere parat. Also das ist absolut spannend. Und in der Zwischenzeit sind 4 Minuten durch. 4 Minuten sind in dem Moment durch. Jetzt wieder der Lario Kramer in Übersprung aus und gewinnt da. Der Lario Kramer gewinnt das Fest mit Kreuzgriff. Übersprung. Und zwar gewinnt er das Fest. Nach 4 Minuten gewinnt der Lario Kramer den Stoss. Das ist wirklich Video. Jetzt haben wir gerade die Sequenz gesehen von einem Schwingfest, von einem Gang, wo wir auch unser Video einbauen wollen. Diese Sequenzen, die werden wir mindestens eine jeweils in jedem Video haben. Wir versuchen hier natürlich interessantes Material aus unserem Archiv zu finden. Apropos Video. Am nächsten Sonntag werden wir etwas ausprobieren auf unserer Facebook-Seite. Und zwar werden wir das Bündner Glarner Schwingfest, das wir im letzten Jahr gestreamt haben, werden wir in voller Länge noch mal zeigen. Das wird also auch wie das Schwingfest gestartet ist, am Morgen um 8 Uhr, werden wir auch das Ganze starten, so, ohne Spulmöglichkeiten. Da könnt ihr euch wie einen ganz normalen Schwingfest-Sonntag könnt ihr das Schwingfest mitverfolgen. Weiter geht es dann am Ostermontag, am 13. April mit dem Aargauer Kantonalen, am 19. April mit dem Emmentalischen Schwingfest, wo beide zusammen letztes Jahr stattgefunden haben, und dann so ein bisschen als Zückerli am 26. April der Schwegalbschwinger von 2016, der am Schlussgang seine erste Produktion war, die er zusammen mit den Upstream Media gemacht hat. Ja, das war es von der ersten Sendung. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser mit diesen paar Informationen ein bisschen können unterhalten in diesen schweren Zeiten. Zum Abschluss bitte ich euch noch eine kleine Mithilfe auf eurer Seite her. Und zwar sind wir immer ein bisschen darauf angewiesen, auch, dass wir Tipps bekommen, was könnten wir berichten, wo könnten wir uns anhängen, was sind Themen, die euch wirklich besonders interessieren. Gibt es irgendetwas im Archiv, das ihr gerne mit Rensch lesen? Und hier bitte ich euch einfach die Möglichkeit wahrzunehmen. Schreibt uns ein Mail an redaktion@schlussgang.ch oder könnt auf dem Facebook den Beitrag kommentieren. Dürft ihr natürlich gerne auch liken und teilen. Da hätten wir natürlich auch sehr Freude. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis am nächsten Dienstag. Tschüss zusammen.